Live-Talk-Radio 0800 220 5050. Domian im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, ihr seid wieder da, ich bin wieder da, darüber freue ich mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Willkommen zu einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, hier live heute Nacht im Radio bei 1Live und live im WDR Fernsehen, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Meine Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die Frage gebe ich jetzt direkt weiter an Rainer, und Rainer ist 46 Jahre alt. Hallo Rainer. Hallo Domian. Ja, hallo. Ja, was ist dein Thema, Rainer? Mein Thema ist, dass ich seit 20 Jahren transvestit bin. Ja. Und das vor 2 Jahren habe ich mich dafür geoutet. Ja. Und ich muss dazu sagen, dass ich einen sehr großen Freundeskreis habe. 99% aller Leute haben das voll akzeptiert. Ich muss gleich mal unterbrechen, damit ich nicht irritiert bin. Normalerweise stellen sich bei mir die Transvestiten. Ah nein, du sagst, du bist transvestit und nicht transsexuell, ne? Richtig. Okay, vergiss die Frage, erzähl weiter. Also transsexuell ist ja praktisch, wenn man sie operieren lässt. Das ist eine ganz andere Geschichte, ja. Das ist mit, ja, mit, ja, mit also der Identität. Eine sogenannte Freizeittranse. Eine Freizeittranse, ja. Seit 20 Jahren. Bitte? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Mhm. Also das hat mit der Kindheit zu tun. Ich habe vor 20 Jahren festgestellt, dass ich mich in Frauenkleidung sehr wohl fühle und bin dann irgendwo auch mit mir selber nicht mehr zufrieden gewesen, bin dann praktisch zum Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt, der hat mich dann zu einem Psychologen vermittelt, ja, weil ich echt dachte, ich bin irgendwie bekloppt im Kopf. Ja. Irgendwie habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht mit mir. So, und dann durch mehrere Sitzungen ist dann festgestellt worden, dass das mit mir, bei mir mit der Kindheit zu tun hatte. Ne? Wie kann sowas mit der Kindheit zu tun haben? Ja, ich habe mich damals auch daran entsonnen oder erinnert, ich war bei meiner Tante in den Ferien. Mhm. Meine Tante konnte keine Kinder bekommen und bei ihr musste ich damals Mädchenkleidung tragen. Ach so. Ne, und irgendwie damit hat es was zu tun gehabt. Vielleicht hat dir das ja damals schon so gut gefallen, dass es sich da so eingeprägt hat. Das denke ich. Also weil viele Jungs sind ja schon mal angezogen worden als Mädchen von den Müttern oder von den Schwestern oder so. Und da bist du noch da? Ja, es knackte so komisch. Und da sind auch keine Transvestiten rausgeworden. Also vielleicht lag es auch so ein bisschen in deinen Genen und dadurch bist du so angefeuert worden in diese Richtung. Ganz so. Genau, so kam das auch damals raus. Ja. So, und damals war ich noch verheiratet, muss ich dazu sagen. Ich habe 2 Kinder. Ja. Habe das dann immer heimlich gemacht. Bin praktisch an anderen Orten gefahren, habe mich dann irgendwo auf öffentlichen Toiletten umgezogen und bin dann durch die Gegend geziegert. Als Mädel. So, ja, als Frau praktisch. Als Frau, aber wie verrückt, du bist dann in öffentliche Toiletten gegangen, hast dich da aufgebrezelt, geschminkt, umgezogen und dann mit den Pumps und mit dem Minirock rausgegangen. Richtig. Und was hast du dann gemacht? Bist du nur rumgelaufen oder bist du auch in Kneipen gegangen? Bin in Kneipen gegangen, Cafés, habe dann praktisch auch andere Leute getroffen, bin auch in eine Szene reingegangen und habe dann auch mehrere Transen kennengelernt, habe dadurch auch sehr viele neue Freunde gefunden. Ja. Und vor 2 Jahren habe ich mich praktisch dann auch vor der Familie geoutet. Vor deiner Frau? Vor meiner Frau geoutet und vor allen anderen Leuten auch, vor meinen ganzen Freunden hier im Ort. Und wie haben die reagiert? Sehr viele haben erbost reagiert, haben erstmal eine ganze Zeit lang sich gar nicht mehr gemeldet. Ja. Und dann kamen aber so nach und nach kamen die Leute wieder und dann wurden sie neugierig, zeig doch mal. Und zeig doch mal deinen neuesten Fummel. Ja. Aber was am interessantesten für mich ist, wie hat deine Frau reagiert? Ja, meine Frau, die war natürlich auch erst überrascht und hat auch tagelang nicht mehr mit mir geredet, aber irgendwann hat sie das hingenommen. War die nicht nur überrascht am Anfang, sondern war die nicht entsetzt? Nein. Nein. Nein, sie war eigentlich überrascht, weil wir eigentlich sexuell ein sehr offenes Verhältnis hatten. Was heißt das? Und sie war nicht entsetzt, sie war nur überrascht. Und warum musst du das? Ja, und dann haben wir uns darüber unterhalten, hab ihr das praktisch dann alles auch erzählt mit den Psychologen und mit meiner Tante und was weiß ich alles. Ja, aber du bist... Wenn du meinst, dann lebe es aus. Ne? Aber bitte nicht zu Hause.
Ach so, ja. Das ist die Voraussetzung. Das also, war dann die Voraussetzung. Ihr beiden hübschen zusammen im Sommerkleid durchs Dorf wandern, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Auf keinen Fall. Das ging bei uns überhaupt nicht. Ne? Okay. Mittlerweile mache ich es, weil ich bin jetzt seit 1,5 Jahren von meiner Frau getrennt. Ach so. Das konnte sie wohl doch irgendwie nicht mehr leben. Da hat sie aber nie irgendwie gesagt, sie sagt auch heute noch, das liegt nicht daran, das lag einfach an dem anderen Mann, wir fanden es besser. Ach so, na gut, das ist müßig auseinanderzuhalten, ob es vielleicht nicht doch daran lag. Ne? Ja, ich denke. Man weiß es nicht. Bist du denn eine heterosexuelle Trans? Ja. Ja. Ja, also du stehst auf Männer, Frauen? Ich stehe auf Frauen. Als Frau stehst du auf Frauen? Ja. So. Ja. Ich habe sehr viel Erfolg damit, muss ich dazu sagen. Und du hast Erfolg damit? Ja, ich habe da sehr viel Erfolg mit. Ich habe vor kurzem sogar noch eine Freundin gehabt, die hat auch 2 Kinder. Was sind denn das für Frauen? Sind das Frauen, die so einen leichten lesbischen Touch haben? Oder sind das stinknormale Hetero-Frauen? Also sie war auch verheiratet. Ich denke mal, das ist ganz normale stinknormale Hetero-Frau. Ja. War verheiratet, hat 2 Kinder. Ja. Und hat das akzeptiert, auch bei sich zu Hause, hat den Kindern das praktisch erzählt, dass ich da mein Geld mit verdiene, ne, damit die Kinder das auch leichter verstehen konnten. Ach, du verdienst dein Geld damit? Solche Auftritte mache, so Travestie und so was. Ne? Ist das dein Hauptjob? Nein, das mache ich nebenbei. Ach so. Travestie mache ich nebenbei. Ja. Nur meine Freundin hatte das dann den Kindern erzählt, dass ich das eigentlich beruflich mache, hauptberuflich. Verstehe. Was machst du denn hauptberuflich? Ich bin hauptberuflich selbstständig. Ich mache praktisch Service für Aquarien, Gartenteiche und so. Ach so. Aber da war natürlich nicht mit hochhackigen Schuhen für Gartenteiche. Ja genau. Also wenn du das Aquarium reinigst, dann bist du ein Kerl. Da bin ich ein Mann, ja. Aber richtig. Ja, da muss man ja. Wie alt sind deine Kinder? Wenn ich natürlich Kunden habe außerhalb, in den größeren Städten, da sind die Leute offen. Da kann man... Wie alt sind deine Kinder? Mein Großer, der ist 25, ja. Mit 26 und der Kleine, der wohnt noch bei mir, der ist 21. Ach, der wohnt bei dir sogar? Der wohnt bei mir. Und dem ist das auch wurscht? Der findet das spitzenmäßig, der findet das Papa, das macht so weiter. Du, Papa ist, in Ordnung. Ist wie Mama. Der sagt, Papa, lebt das aus, das ist dein Leben und das finde ich in Ordnung. Super. Und auch deine ganzen Freunde, komischerweise, die dann auch bei uns rauskommen. Das heißt, du hast überhaupt gar keine Hemmungen, dich dann wirklich zu Hause fertig zu machen als Frau, wenn dein Sohn auch im Haus ist, in der Wohnung. Nein. Absolut nicht, wir finden das in Ordnung. Und gibt auch Ratschläge, Papa, ein bisschen mehr Rouge, ein bisschen mehr Schminke. Ja, das Tolle an der ganzen Sache ist, mein Junior lernt noch Friseur. Na, wie praktisch. Ja, und wie praktisch. Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Ja, bitte. So, mein großes Problem ist eigentlich meine Schwester. Meine Schwester ist seit 1,5 Jahren geschieden, wohnt seit einem halben Jahr mit einer Frau zusammen, ist praktisch lesbisch geworden und sie akzeptiert mich nicht. Ach. Nicht als Frau. Wie? Und das ist das, was ich einfach nicht verstehen kann. Ausschlaggebend war letzte Woche ein großer Streit, den wir hatten. Sie musste ins Krankenhaus, hatte mich einen Abend vorher angerufen, ob ich morgen zum Krankenhaus komme und so lange bei ihr bleibe, bis sie in der Narkose ist, weil sie unwahrscheinlich Angst vor der Narkose hatte. Mhm. Ich morgens mich angezogen und gehe dann natürlich als Frau hin. Ach so. Weil es für mich eigentlich schon normal geworden ist. Ja, ja. So, und alle Leute finden das gut, die gucken, vielleicht sind einige dabei, die gucken, aber das ignoriere ich einfach. So, meine Schwester sah mich. Jetzt bist du als Frau ins Krankenhaus gegangen? Ja, bin ich reingegangen. Und dann hat deine Schwester dich gesehen und hat viel schon ohne Narkose in Ohnmacht, oder wie? Die ist schon vor der Narkose in Ohnmacht gefallen, ganz genau. Sie hat mich praktisch mehr oder weniger rausgeschmissen aus dem Krankenhaus. Hat sie getan? Ja. Und was für Töne. Na, ja, und jetzt ist sie aus dem Krankenhaus entlassen worden gestern. Mhm. Und da haben wir unseren Streit natürlich fortgesetzt. Und jetzt muss ich dich trotzdem fragen, bei aller Toleranz, war es denn nötig, dass du ins Krankenhaus auch als Frau gingst? Ob das nötig war? Ich meine, du gehst ja zu deiner Arbeit. Das war für mich eigentlich wieder ein freier Tag, den hatte ich mir freigenommen. Okay. Und hat sie denn was dagegen, wenn du sonst in deiner Freizeit, wenn du deine Shows machst und so weiter, wenn du dich da auch als Frau gibst, hat sie da auch was gegen? Nein, absolut nicht. Sie möchte nur nicht, dass ich vor ihren Kindern oder vor den Kindern ihrer Freundin als Frau komme. Mhm. Ne? Und ich hatte noch nicht mal ein Mini an, ich hatte einen normalen langen Rock an. Ne? Ja, aber weißt du, Rainer, ich finde, man kann natürlich sehr viel Toleranz fordern von den Leuten, aber man muss auf der anderen Seite auch vielleicht auch deren Meinung respektieren. Ja, wenn sie wiederum sagt, pass auf, wenn du das so machst und wenn du in deiner Freizeit und was weiß ich, ist mir alles wurscht. Aber wenn bitte nicht von meinen Kindern
Und vielleicht auch nicht in so einer gerade ernsten Situation, wenn sie ins Krankenhaus kommt und du quasi mit vor dem OP stehst. Da kann man jetzt drüber urteilen, ob es richtig ist, dass ihr das peinlich ist. Aber es ist ihr halt peinlich. Vielleicht könnte man, könntest du da auch Rücksicht nehmen und sagen, okay, ich gehe zu meiner Arbeit, gehe ich... Dass ihr das peinlich ist. Was? Also ich habe es ja auch verstanden, dass ihr das peinlich ist. Ja, warum hast du es denn dann gemacht? Ja, jetzt verstehe ich das. Ne? Ja. Jetzt verstehe ich das. Ja. Ich verstehe nicht, dass sie diesen Streit jetzt fortsetzt und mich im Endeffekt gar nicht mehr sehen will. Ne? Ja, jetzt ist das vielleicht auch alles noch sehr frisch. Im Grunde genommen hast du ja gerade schon gesagt, dass sie grundsätzlich das toleriert. Ja. Ne? Aber sie möchte nur nicht, dass du zu nahe in ihren Bereich reinkommst als Transvestit. Das möchte sie nicht. Ja, so. Verstehe ich jetzt auch. Ja. Also insofern... Vorher hat ihr das nie was ausgemacht. Ne? Wir sind zusammen losgegangen, wir sind zusammen in eine Lesben- und Schwulenkneipe gegangen. Ja gut, aber sie hat doch vorher wahrscheinlich auch schon zu dir gesagt, dass du nicht als Transe mit zu den Kindern kommen sollst. Das hat sie mir schon mal gesagt, das habe ich da auch akzeptiert. Mhm. So. Ne? Also müsste doch da schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl entstanden sein, dass du nicht gerade morgens ins Krankenhaus auch aufgebrezelt gehst. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. So, ich finde, das lässt sich doch wieder einrenken. Ich würde mich an deiner Stelle einfach entschuldigen bei ihr, dass du einen Schritt zu weit gegangen bist. Es war ja nicht bös gemeint. Es war unbedacht einfach. Mhm. Und wenn du sagst, du respektierst einfach ihre Grenzen, die sie setzt, dann wird sich das mit Sicherheit wieder einrenken. Wenn ihr vorher ein gutes Verhältnis hattet, bin ich ganz sicher, dass das deshalb nicht kaputt gegangen ist. Denn so schlimm war es auch nicht, was du gemacht hast. Nein, so schlimm war es auch nicht, aber es war überhaupt nicht schlimm, was du gemacht hast. Aber wenn sie es nun mal nicht will, okay, dann muss man es halt auch so akzeptieren. Aber ich will dir mal sagen, Rainer, Gratulation, dass du es so durchgezogen hast. Und auch toll, dass im Prinzip dein gesamtes Umfeld inklusive Kinder so gut reagiert haben. Also wirklich, finde ich ja klasse. Ja, so. Da bin ich auch total stolz drauf. Also nochmal ein ausführliches Gespräch mit der Schwester, vielleicht nochmal eine Entschuldigung und dann muss ich das wieder einrenken. Das bei uns im Haus, da haben wir noch einen Polizisten wohnen und die akzeptieren das alles. Na wunderbar, ja, wunderbar. Lieber Rainer, alles Gute, viel Erfolg weiterhin als Showstar. Alles klar. Alles Liebe, tschüss. Danke. So, Freunde und Freundinnen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, über Sex, über Politik, über Liebe, über Marotten, über ich weiß nicht was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Tobias und Tobias ist wie alt? 20 Jahre alt. Hallo Tobias. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Warum rufst du an? Ich rufe an, weil ich bin jetzt seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ja. Aber arbeite aber seit einem halben Jahr als Callboy. Oh. Warum? Wegen finanzieller und familiärer Lage, um das mal so zu sagen. Also finanziell heißt, du hast Schulden? Ja, Schulden nie auch, aber die sind schon lange bezahlt. Oder läuft noch ein bisschen was, aber hauptsächlich wegen familiärer Gründe jetzt auch mein Vater, also um das jetzt mal auszuweiten, meine Mutter ist vor einem Jahr abgehauen mit meinem Bruder. Ja. Und mein Vater ist seitdem alkoholabhängig. Mhm. Ist seit 7 Monaten in Psychiatrie. Mhm. Oder war erst in Zug, jetzt Psychiatrie, weil er einen psychischen Knack hat. Mhm. Wir hatten dann erst 308 Euro zur Verfügung. Kindergeld von meiner Schwester und von mir. Ja. Und davon lässt sich keine Miete, keine Stadtdecke und alles Mögliche bezahlen. Also du, mit deiner Schwester und du, ihr beide lebt bei dem Vater. So gesehen ja, aber der Vater ist halt immer noch in Therapie. Ja. Und was hast du von... Also es gibt 3 Kinder insgesamt. Genau. Mhm. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester wird 19, ist aber behindert, entwicklungsverzögert. Ja. Entwicklungsverzögert? Entwicklungsverzögert, mhm. Ja. Was hast du denn vom Beruf vorher gemacht? Ich war vorher Schüler, habe sogar Handelsschule gemacht, hätte eigentlich mein Fachabi dieses Jahr. Ach so, noch nichts gelernt? Nein. Ja. Das heißt also, da war richtig wenig Kohle da? Ja. Mhm. Du wohnst, oder um das nochmal klarzustellen, ihr wohnt nicht bei dem Vater? Wir wohnen im Moment alleine, meine Schwester und ich. Achso, du wohnst mit der Schwester zusammen? Genau. Ja. So, und jetzt ist die Entscheidung gefallen vor einem halben Jahr, ich werde Callboy. Ja. Das ist ja nun eine Entscheidung, die man nicht mal so ganz einfach fällt, wie ich gehe ein Bier trinken heute Abend. Nicht wirklich. Nee. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich bin auf die Idee gekommen, im Prinzip durch meine Vergangenheit.
Ich hatte schon mal bei dir angerufen, das war knapp vor 2 Jahren oder so. Mhm. Und da ging es um meine Vergangenheit, dass ich von aus dem Heim abgehauen bin und dass ich dann in Amsterdam als auf dem Strich gegangen bin. Da hauptsächlich aber für Männer und so weiter. Ja. Also warst, bist du nicht bei deinen Eltern ausschließlich aufgewachsen, sondern warst zwischendurch dann auch im Heim? Im Heim, genau. Mhm. Mhm. Und wie alt warst du? Ich kann mich das nicht mehr richtig erinnern. Das ist schon ein paar Jahre her. Wie, ja. wie lange bist du damals und auf den Strich gegangen und wie alt warst du? Ich war knapp ein Jahr in Amsterdam. Ja. Und war vorher im Heim seit meinem 13. Lebensjahr. Ja. Und wie alt warst du, als du in Amsterdam warst? Mitte 16, also 16,5. 16,5. Mhm. Mhm. Das heißt, so eine gewisse Erfahrung war dann schon, eine gewisse heftige Erfahrung war schon da. Ja. Mhm. Nur dass der Unterschied ist da halt jetzt halt ist, dass ich das im Moment nur für, dass ich das im Moment nur für Frauen mache. Ja. Weil du heterosexuell bist? Ja. Ja. Wie machst du das? Wie machst du auf dich aufmerksam? Arbeitest du irgendwie in einem Club oder annoncierst du in Zeitungen? Ich annonciere. Ja. Und ich gebe jede Woche eine Anzeige auf in einer Wochenzeitung, ja, die einmal wöchentlich erscheint. Ja. Das ist dein Hauptjob quasi im Moment. Ja. Meine Haupteinnahmequelle. Wie hoch ist die Einnahmequelle im Moment, so im Durchschnitt? Im Moment ist es etwas schlechter, also letzten Monat war es erheblich mehr, sagen wir es mal so. Sag mal nur eine Zahl, damit ich mir vorstellen kann. Letztes Jahr waren es knapp 1500 Euro. Ne, letztes Jahr kann ja nicht sein, du bist ja erst ein halbes Jahr dabei. Letzten Monat, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Wie viel? Letzten Monat waren es knapp 1500 Euro. Ja, hätte ich mir jetzt auch mehr gedacht. Irgendwas knackt hier immer. Naja. Ja, es ist... Hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Es reicht, um zu leben, um Miete zu bezahlen und um Stadtecke zu bezahlen. Wie viel Einsätze hast du dann so in der Woche zum Beispiel? Es schwankt. Mal, also gestern war ich zum Beispiel gar nichts. Ja. Davor waren es mal zwei, dann ist mal nur einer oder ja, ab und zu auch mal gar nichts. Ach so, also es kann sein, mal viele, mal drei oder auch dann mal zwei Tage nix oder so. Genau. Und was nimmst du für ich sag jetzt mal Einsatz, einen Besuch? Ich gehe nach Zeit und es ist halbe Stunde 75 Euro. Halbe Stunde 75 Euro? Ja. Mhm. Schon nicht wenig, ne? Nee. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie die Preislage so ist bei Callboys. Ja, ich kenne mich auch bei anderen nicht so wirklich aus. Ich habe mich da nie richtig informiert. Ja, du guckst doch in die Zeitung wahrscheinlich, oder? Da stehen aber in der Zeitung stehen bei Callboys nie Preise. Ach so, und also du kennst... Es gibt jetzt, weil in Brust gibt es ja diese für Männer halt, wo Männer hingehen. Ja. Für Frauen ist meistens jetzt in Osnabrück und weiter alles so super günstige Preise und... Ach so, und du kennst keine anderen Jungs, die das auch machen? Nein. Nee. So, was sind das für Frauen, die dich buchen? Unterschiedlich. Also es kann mal sein, dass es eine Mitte-30-Jährige ist, es kann auch mal sein, dass es eine Mitte-50-Jährige ist. Mhm. Was war bisher, ich meine, so viel hast du noch nicht gehabt. Was war bisher die Jüngste, was war die Älteste? Die Jüngste war 29. Das ist nicht so ganz jung. Naja, aber es... Und die Älteste? Die Älteste war 57. 57? Ja. Das ist natürlich schon ein großer Altersunterschied zu dir, der du 20 bist. Genau. Geht dir das leicht von der Hand, das zu machen? Nicht so ganz, weil ich halt immer wieder das schlechte Gewissen wegen meiner Freundin habe. Das ist der große Knackpunkt. Okay, da ist das schlechte Gewissen. Ja. Ihr Lieben in der Regie, hört ihr das auch? Irgendwas knackt ständig. Ja. Bei mir, ich höre es klar und deutlich. Dann ist gut, ja. Das schlechte Gewissen ist das eine, das verstehe ich, das ist klar. Aber das andere, lass uns erstmal darüber sprechen. Gelingt dir das immer? Ich muss auch erstmal anders fragen. Schläfst du jedes Mal mit einer Frau oder wollen die Frauen gar nicht, dass es zum direkten Geschlechtsakt kommt? Manche wollen auch einfach nur entweder reden oder nur mal da liegen, gestreichelt werden oder andere Zärtlichkeiten ohne Sex. Mhm. So, aber wenn es dann zum Geschlechtsakt kommt, ist das dann doch häufig der Fall, kann man das so sagen? Ja. Ja. Gelingt dir das denn immer, den Geschlechtsakt zu vollziehen, wenn du da eine Frau vor dir hast, die dich vielleicht überhaupt nicht antörnt, um nicht zu sagen so abtörnt? Dann habe ich immer noch meine Hilfsmittel mit Viagra. Achso, du nimmst Viagra, dann geht das irgendwie. Ja. Heimlich wahrscheinlich, damit die Frauen das nicht mehr haben. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Hast du dich ja schon mal richtig geekelt? Ja. Was war das? Da war eine, die war...
Mitte 40. Mhm. Und ich war, ja, wie soll ich sagen, leicht ungepflegt und ein bisschen eklig halt, so mhm. richtig so. Mhm. Mhm. Wenn man so sagen will, Bauchnabel zwischen den Titten. Mhm. Mhm. Wo triffst du dich mit den Frauen? Bei denen zu Hause oder irgendwie außerhalb? Je nachdem, also wenn zu Hause, es gibt auch nach Hause und bei denen zu Hause und im Hotel. Ja. Sind das verheiratete Frauen? Also ich habe bis jetzt öfter schon einen Ehering gesehen, ja. Mhm. Oder einen Ring halt am Ringfinger. Bleibt es dann in der Regel bei dieser halben Stunde? Oder gibt es auch schon mal Frauen? Es gibt auch schon mal Frauen, die länger wollen. Mhm. Auch Frauen mit speziellen Wünschen, wo du sagst, wow, also das hätte ich mir gar nicht vorgestellt. Das härteste, sag ich mal, weil bis jetzt so, ja, wenn das mal so sagen, da von hinten dann mit in die Haare ziehen oder so, das war das stimmt ansonsten. Mhm. Ganz normal. So, und dabei immer deine Freundin im Kopf und das schlechte Gewissen. Deine Freundin ahnt davon überhaupt gar nichts. Nein, die denkt, dass ich Zeitarbeiter bin und dann in einer Firma und dann jeden Tag am Arbeiten bin. Mhm. 8 Stunden. Jetzt habe ich das am Anfang, muss ich ehrlich gestehen, nicht richtig kapiert mit dem Geld. Ich habe kapiert, dass ihr sehr wenig Kohle habt und dass dein Vater schwer alkoholkrank ist und dass deshalb nun auch wenig Geld da ist. Genau. Habe aber jetzt auch gehört, dass auch nicht so wahnsinnig viel, eine Riesensumme kommt da auch nicht rein durch den Callboy-Job. Nein, eine Riesensumme nicht, aber es reicht halt. Es reicht halt und ist relativ leicht verdientes Geld. Ja, und es geht halt nicht auf Lohnsteiger, das ist halt alles ohne Abzüge. Gäbe es denn nicht irgendwie eine andere Möglichkeit, dann vielleicht etwas weniger Geld zu verdienen, aber mit einem sauberen Gewissen und auch mit einer ordentlichen, fairen Grundlage? Ja, ich habe anfangs habe ich Sozialamt alles eingestellt, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch Schüler. Mhm. Dann hieß es immer ja, für Hartz IV und so weiter darfst du kein Schüler sein, dann ist dies und das und dann mit Hartz IV würde ich wesentlich weniger kriegen, als wenn ich das jetzt mache. Mhm. So, jetzt glaube ich allerdings, Tobias, die Beziehung zu deiner Freundin ist, wie würdest du sie beschreiben? Ich liebe sie über alles. Du liebst über alles? Ja. Du liebst sie wahnsinnig? Ja. So, dann spricht auf meiner Seite kein Argument der Welt für das Geld. Ich finde, dann spielt das Geld überhaupt keine Rolle. Da muss absolut im Vordergrund stehen deine Loyalität deiner Freundin gegenüber. Und wenn du putzen gehst, was keine Schande ist, wenn du 10 Putzstellen annimmst, um über die Runden zu kommen, deine Freundin ist das Wichtigste. Ja. Das ist dein Rückhalt. Und auch für deine Selbstachtung. So kommst du dir immer vor wie jemand, der bescheißt. Und das tust du ja. Ja. Deine Freundin würde aus allen Wolken fallen und die würde dich wahrscheinlich in den Wind schießen, wenn sie es erfahren würde. Zu Recht auch. Ja, zu Recht auch. Gibt's gar nicht zu reden. Wenn du jetzt Solo wärst und würdest es machen, dann kann man anders drüber reden. Wenn du sagen würdest, dann okay, ich kann das für mich regeln und auf die Reihe kriegen, okay, dann mach es. Aber so finde ich es einfach, ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es deiner Freundin gegenüber erstmal so aus moralischen Gründen nicht in Ordnung. Ich finde es für dich aber auch nicht gut, weil das kratzt an deiner Selbstachtung auch, wenn du sowas machst. Und dann, ja, du hast recht. Ja, und dann kannst du, weißt du, dann lass es gar nicht weiter über das Geld diskutieren. Ich glaube dir, dass es mau ist. Aber das ist nicht ein Argument, sowas dann zu machen. Da musst du irgendwie andere Wege suchen, wenn es auch eine harte Zeit für dich ist im Moment. Will ich gar nicht klein reden, respektiere ich auch. Aber die Meinung ist für mich ganz klar, ganz klar. Ja, es ist halt nur so beschissen, weil das ganze Leben ist so unfair. Ja, vieles ist sau unfair, da hast du recht. Aber dennoch muss man versuchen, sich auch, wenn man in eine Situation geraten ist, die man als unfair empfindet, muss man versuchen, sich ordentlich zu verhalten darin. Auch wenn man da die Arschkarte erstmal zieht. Aber man muss es versuchen. Letztendlich gewinnt man dadurch immer, vor sich selbst und auch anderen Leuten gegenüber. Du willst irgendwann mal als gerader Typ dastehen. Und das stehst du im Moment nicht. Ich weiß. Ja. Ist halt alles zu kompliziert. Das ist schwer. Tobias, das ist jetzt so die Meinung, die ich dir sagen kann. Ich würde mal gerne, dass du, was so die finanziellen Sachen anbelangt, was man da vielleicht irgendwie mit Beihilfen oder irgendwie was ich noch machen kann, würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Einverstanden? Okay. Okay, Tobias, dann legst du bitte auf und die Elke ruft dich an. Alles klar, ich danke dir, Domian. Alles Gute. Tschüss.
So, und jetzt geht es weiter mit Liane. Hallo Liane. Hallo. Das ist aber ein schöner Name. Dankeschön. Liane, das klingt so poetisch. Ja. Liane, 24 Jahre alt. Ja. Um was geht's denn? Ja, und zwar geht es darum, dass letztes Jahr am 6.8. mein Sohn, der 4 Jahre alt ist, vom Balkon gefallen ist. Ach du lieber Gott. Von der 3. Etage. 4 und, Jahre alt war er. Ja. Und ja, ich leide da heute noch darunter und träume davon und ja, hab halt Albträume, dass er mir jeden Tag stirbt und tagsüber gucke ich, dass er nicht ans Fenster geht und muss alle 5 Minuten rufen. Mhm. War das dein einziges Kind? Ja. Ja. Wie ist das denn genau passiert? Ja, so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also wir sind vom Schwimmen gekommen, wollte einfach nur Badewasser machen. Mhm. Und in der Zeit ist er wohl auf den Balkon gegangen, mhm, und da stand ein Stuhl und er hat vorher nie das Fenster aufgekriegt. Also diesen Griff hat er nie zu fassen gekriegt. Mhm. Und an dem Tag ist es wohl passiert. Und dann hat er einen Aschenbecher runtergeschmissen, wollte, mhm, wohl hinterher gucken und ist auch mit runtergefallen. Ist er auf den Stuhl geklettert? Ja. Ne, habe ich so verstanden, dass der Stuhl stand auf dem Balkon? Ja, der Stuhl, der stand auf dem Balkon. Mhm. Und auf dem Balkon selber stand ein Aschenbecher. Mhm. Mhm. Und den hat er wohl runtergeschmissen, mhm, und hat hinterher geguckt, wo der Aschenbecher jetzt gelandet ist. Und ist dann umgekippt. Und ist dann wohl, hat er gleich Gewicht verloren und ist runtergefallen. Währenddessen warst du noch im Badezimmer? Im Badezimmer, habe Wasser einlaufen lassen, habe ihn dann gerufen und nichts gehört. Mhm. Und dann hat man als Mutter schon irgendwie ein ganz komisches Gefühl gehabt. Mhm. Mhm. Und ich habe ihn dann überall gesucht, weil er hatte schon öfter solche Faxen, weil er sich da mal versteckt und nicht antwortet. Dann, mhm, habe ich die Türe immer abgeschlossen, damit er schon Hausflur nicht mehr rumgeistern kann. Mhm. Und nichts, kein Ton, gar nichts. Und dann sah ich nur, der Balkon ist auf. Mhm. Bin raus, guckte drüber und lag unten. Gott, wie schrecklich. Ja. Ja, ihm ist Gott sei Dank nichts weiter passiert. Also der hat eine Nierenprellung gehabt, eine Leberquetschung. Ach so, er hat das überlebt? Ja, er hat es überlebt. Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich weiß gar nicht, ich war davon aus dem 4. Stock? Dritter. Aus dem 3. Stock und das hat er überlebt? Ja. Ich wunderte mich gerade schon so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, dass du das relativ gelassen erzählt hast. Ja, nein, also der lebt. Er liegt auch hier neben mir. Du lieber Gott. Er lebt auch seitdem nur bei mir im Bett. Du lieber Gott, du lieber Gott, mhm, du lieber Gott. Also er lag dann unten, war bewusstlos wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Und du guckst, ich stelle mir gerade die Situation vor, man geht als Elternteil dann auf den Balkon und sieht den kleinen Kerl da unten liegen. Du musst doch in absolute, wahnsinnige Angst verfallen sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit meinem Kopf war. Ich hatte nur noch das Telefon gegriffen, bin die Treppen runtergelaufen. Was hast du mal? Hast du zuerst angerufen und dann runtergelaufen? Während ich gelaufen bin, habe ich telefoniert. Ja. Dann, ich habe meine Mutter angerufen, die wohnte direkt gegenüber. Ja. Die ist dann auch direkt runtergekommen und Krankenwagen sofort. Mhm. Und ja, die haben mich dann auch 1000 Mal was gefragt. Ich wusste überhaupt nicht mal, was ich antworten sollte. Ich wollte nur, dass jemand kommt, meinem Sohn hilft. Aber was für ein Glück. Was für ein Glück, dass der Junge das überlebt hat. Jetzt sag nochmal, ich war gerade so erstaunt, als du es erzählt hast. Welche Verletzungen hat er davon getragen? Der hatte eine Nierenprellung. Oder eine Leberquetschung, ich weiß, oder andersrum. Ja. Und die Lunge war ein bisschen geweiht. Das heißt, er konnte so 2 Tage konnte er nicht richtig atmen. Also was ja alles nicht so schlimm ist, ne? Nein, das ist alles wieder weggegangen. Nichts gebrochen, gar nichts? Nein, nichts. Hat aber wirklich einen fetten Schutzengel an der Seite gehabt, ne? 2. Aber wenn nicht gar 2 oder 3. Ja. Das ist ja unglaublich. Wenn er sich das Bein gebrochen hätte, wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Ja. Aber nicht mal das. Also für mich war der, als ich über diese Brüstung geguckt habe, war mein Sohn für mich tot. Das glaube ich, ja. Hätte ich auch gedacht. Also für mich ist mein Leben irgendwie in Sekunden an mir vorbei und mein Sohn lag unten, Blackout, alles, ich weiß nicht, alles auf einmal. Der Kleine ist 4 Jahre alt gewesen, voriges Jahr. Nee, 3. 3. Damals 3. Wie hat er das denn verkraftet? Das ist doch für so einen kleinen Kerl, mit 3 kriegt man schon eine ganze Menge mit, auch ein irrer Schock, darunter zu stürzen. Ja, ist eigentlich ganz gut weggesteckt. Ah, ja. Er redet auch heute gar nicht mehr davon. Mhm. Am Anfang war es schlimm für mich auch, weil er hatte ja gesagt, er hätte mich gerufen, mhm, und hat gesagt, Mama, hilf mir. Ach so. Und ich
da ich das Wasser ja anhatte und alles, habe ich ihn nicht gehört, weil es war ja auch außerhalb der Wohnung. Mhm. Und ich mache mir so Vorwürfe, dass ich da zu dem Zeitpunkt nicht von meinem Sohn war. Mhm. Und das lässt sich bis heute nicht los? Nein. Mhm. Ich schlafe ein, schon mit dem Gedanken, sind alle Fenster zu, liegt mein Sohn da, schläft er. Selbst wenn ich nur mal auf den Balkon kurz gehe, meine Wäsche aufhänge, ich kriege da die Krise, wenn er mir nur hinterherläuft. Mhm. Also, weiß nicht. Kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite müsste und sollte ja natürlich auch die Dankbarkeit, wem auch immer gegenüber, überwiegen, ne? dass der Kleine lebt. Und das, was für ein Geschenk das ist. Ja, seitdem ist auch unsere Beziehung besser geworden. Mhm. Also, ist ja mein erstes Kind. Hat er nicht mal, ich muss jetzt nochmal fragen, er hat auch nicht mal eine Gehirnerschütterung gehabt? Nein. Wahnsinn. Nein. Aber auf was ist er gefallen? War das eine Wiese? Ja, es war eine Wiese. Und ich sag mal so, 2 Zentimeter davor war Asphalt. Mhm. Und er ist auf die Wiese gefallen. Mhm. Das war, glaube ich, sein Glück. So, jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese vielleicht übersteigerte Angst weg? Ja. Ne? Es ist natürlich richtig, dass du jetzt vielleicht einen Tick besonders aufpasst auf ihn. Ist ja auch okay, ist auch normal, wenn sowas passiert ist. Aber du lässt es natürlich auch nicht übertreiben und hysterisch reagieren. Genau, das ist mein Problem. Ja, glaube ich. Ne? Weil du dann natürlich auch wieder in der Erziehung was falsch machen könntest. Genau. Hm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man als Frau oder als Vater, auch wenn einem das passiert, so einen Schock wegkriegt, dass man das vielleicht gar nicht selbst wieder so in eine normale Bahn regulieren kann. Geh doch mal für ein paar Stunden zu einer psychologischen Beratung deshalb. Denn du hast wahrscheinlich einen größeren Schock weg als der Kleine. Der kann das vielleicht in dem Alter eher vergessen und wegstecken und das war's dann halt. Und er hat es ja gar nicht ermessen wahrscheinlich, was das bedeutet. Du ermisst es aber. Ja, und ich kriege jetzt auch nicht mehr weg und es wird immer schlimmer. Eben, wenn du, genau. Ich bin schwanger jetzt auch und weiß nicht. Wir ziehen aus der Wohnung aus. Ja. Also was heißt, wir ziehen aus? Wir sind aus dieser Wohnung ausgezogen, weil ich da in dieser Wohnung nicht mehr wohnen konnte. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt eine Erdgeschosswohnung gesucht. Jetzt erstmal in der zweiten und jetzt ziehen wir runter ins Erdgeschoss. Na bestens. nein, das finde ich gar nicht so unklug, weil da ist die Angst schon mal definitiv vom Tisch, dass er irgendwie runterfallen könnte. Genau. Es sei denn vom Tisch, aber das ist ja nicht so schlimm. Nee, aber trotzdem, die Träume, die sind so komisch. Also es ist ja nicht nur so, dass ich den sehe, wie er da unten liegt, sondern... Nein, ich kann mir auch vorstellen, dass man dazu neigt, dann vielleicht das Kind über zu beobachten. Ne? Ja, ich habe selber schon keine Ruhe mehr. Für mich gibt es nur noch meinen Sohn und mich. Mhm. Und alles dreht sich nur noch um ihn und er selber. Wenn ich schon rufe, Nico, dann kommt schon von ihm, ist gut, so Mama. Genervt. Genau, ja, Mama, kannst du jetzt endlich mal den Mund halten, ne? Pass auf, ich finde, dass du das mit professioneller Hand hinbiegen lassen solltest. Das ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert für einen erfahrenen Psychologen, Traumata-Psychologen oder wer immer dafür zuständig ist. Mhm. Ich würde dir gerne meine Psychologin geben, die dir die entsprechenden Informationen gibt, wohin du dich wenden solltest. Mhm. Aber mach es auf jeden Fall, da vergibst du dir nichts, du kannst nur gewinnen und das ist mit Sicherheit nicht sehr aufwendig. Vielleicht ist es mit einigen Stunden schon getan, damit du wieder zu einer Normalität findest und eben auch das Kind wieder normal behandelst. Du kannst es ja nicht in Mathe packen. Nee, das nicht, aber... Und wenn du eben so übervorsorglich mit dem Kind bist, hat das auch wieder eine negative Auswirkung auf den Jungen. Mhm. Ist so, ne? Ja. Aber... Das geht ja einfach so nicht weg. Da kann mir jetzt jeder erzählen, ne, du machst das falsch, hör mal auf damit. Eben. Aber die können sich alle nicht in meine Lage versetzen. Eben. Die deswegen, haben alle nicht ihr Kind fast verloren. Genau, deswegen musst du zu einem Fachmann. Da ist es was ganz anderes, als wenn du mit jemandem, einem Laien sprichst, der einfach sagt, entspann dich mal ein bisschen, das hilft dir nicht. Zu sagen, entspann dich mal ein bisschen. Leg mal bitte auf, meine Psychologin Elke ruft dich an und dann werden wir dich schon mit den richtigen Tipps versorgen, okay? Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, ein kleiner Hinweis noch für diese Woche. Diese Woche gibt es keinen Promi-Talk. Dafür nächste Woche Samstag, und da kann ich euch jetzt schon mal verraten, ist Michael Holm bei mir. Produzent, Musikproduzent, ehemaliger Superschlagerstar,
aber derzeit immer noch sehr, sehr, sehr erfolgreicher Produzent, beispielsweise von Gildo Horn, beispielsweise aber auch von einem weltbekannten amerikanischen Musikprojekt, das voriges Jahr zum Grammy nominiert war sogar. Also nächste Woche ist mein Gast Michael Holm. Diese Woche Samstag kein Promi-Talk bei Domian. Jetzt geht es weiter mit, frag ich mal meine Regie, mit Sebastian. Mit Sebastian. Und der ist 20. Hallo Sebastian. Hallo Domian. Ja, hallo Sebastian. Ich muss erstmal, also ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt erstmal. Ja, ja, das ist ganz normal, das verliert sich schon. Um was geht's denn? Sag einfach mal ein paar Stichworte. Ich fange so an, also ich bin seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und seit 1,5 Jahren spiele ich mit dem Gedanken, Priester zu werden. Aha. Ich bin katholisch. Ja. Und wie du dann sicherlich weißt, schließt das eine das andere natürlich aus. Gibt es ein gewisses Problem? Ne? Wenn man das miteinander verbinden würde. Ja, also das war ein Scherz. Ja, das geht gar nicht. Mhm. Und ich komme gebürtig aus Polen und da lebt man den Glauben anders aus als, sag ich mal, in Deutschland. Ja, intensiver. Genau, und ja. Man wird auch von den Eltern viel mehr da hineingeführt und ich war nach der Kommunion direkt Messdiener. Ja. Seit immer in der Kirchenarbeit aktiv. Ja. Und habe dadurch auch meine Freundin kennengelernt. Wie lange lebst du denn schon in Deutschland? Ich bin mit 4 rübergekommen, 4, 5. Ach so. Mhm. Aber schon dann 15 Jahre. Und sind deine Eltern Polen oder seid ihr deutschstämmig? Also meine Großeltern sind deutschstämmig, meine Eltern sind in Polen aufgewachsen. Ja. Also hast du so, obwohl du früher hergekommen bist, hast du diese Erziehung, diese sehr religiöse polnische Erziehung, hast du dann dennoch mitbekommen, auch in Deutschland? Ja, natürlich, klar. So kann man sagen. Mhm. Ja. Mhm. Wie kommt denn die Entscheidung, oder eine Entscheidung ist es ja noch nicht, der Gedanke oder der immer ernster werdende Gedanke, ich möchte Priester werden, woher kommt der? Der ist also ja eigentlich schon so, als auch als kleines Kind, wenn man in der Schule einen fragt, was willst du mal später werden vom Beruf, kann man immer schon so, ja, ein Priester fände ich ganz nett, aber so als Kleinkind weiß man ja auch noch, oder kennt man ja auch noch nicht diese ganzen Konsequenzen, die daraus entstehen. Mhm. Mhm. Und somit, also je älter man wurde, auch als man dann in die Pubertät kam, hat man dann auch sich gesagt, auf Priester, Zölibat, ist das was für einen, ist das nichts für einen? Ja. Und man versucht ja vieles auszuprobieren. Ja. Und ich habe es aber auch vorher schon in der Redaktion gesagt, also vor 1,5 Jahren waren wir halt eben in Lourdes, das ist in Frankreich dieser Wallfahrtsort. Mhm, sehr berühmter Wallfahrtsort. Ja, und da kam es halt eben, und seitdem spielt man immer mehr mit dem Gedanken. Also, oder spiele ich immer mehr mit dem Gedanken. Das heißt, der Besuch in Lourdes hat dich quasi noch mehr bestätigt oder innerlich dazu gebracht, zu sagen, ich fühle mich dazu berufen. Ja. Mhm. Mhm. Weiß deine Freundin das? Nein. Die weiß es nicht. Weiß es sonst überhaupt noch jemand? Also, ich habe jetzt nicht darüber gesprochen, dass ich jetzt mit dem Gedanken sexuell spiele. Ich habe aber so mal leicht versucht anzufragen, wie das denn so wäre, wenn. Mhm. Mhm. Und also ich bin auch Einzelkind. Mhm. Und das, also sie würden sich auf einer Seite sehr für mich freuen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das immer auch noch so ein Nachwuchsproblem dann. Ne? Natürlich. Sie würden ja auch mal irgendwann Großeltern werden wollen. Enkel sind da nicht angesagt. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du einen sehr starken Glauben hast. Habe ich, ja. Und der sehr katholisch geprägt ist. Ja. Mhm. Mhm. Und es gäbe keine Alternative im kirchlichen Bereich eine Tätigkeit anzusteuern, die nun gerade nicht mit dem Zölibat belegt ist. Ja, eigentlich schon. Das ist also für mich so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Mhm. Also ich will Priester werden aufgrund der Seelsorge, aufgrund der Gemeindearbeit, mhm. aufgrund der Ausübung oder das Feiern der Heiligen Messe. Also das ist schon für mich sehr faszinierend, wenn ich da so in der Messe bin und halt eben einen Priester bei der Arbeit zugucke. Aber du liebst im Moment eine Frau und ich gehe davon aus, dass du auch Sexualität genießt. Ja. Ja. Dieses wäre dann alles vorbei. Das wäre dann vorbei. Das heißt, du müsstest deine Liebe und deine Freundin opfern für Gott. Das ist so. So müsste man es dann sagen. Mhm. Wie unbedingt ist für dich der katholische christliche Glaube gegenüber den anderen christlichen Ausrichtungen? Ja, also ich habe auch selber persönlich keinen anderen christlichen Glauben somit erlebt. Mhm. Aber ich finde auch,
dazu, das sage ich auch ganz ehrlich, den Zölibat im katholischen Glauben als einen festen oder als einen wesentlichen Bestandteil des Priesterseins. Das heißt, das findest du okay und auch richtig, dass, dass es den Zölibat gibt und dass der auch zum Priestertum durchaus dazugehört. Ja, das finde ich richtig, weil ich bin auch der Meinung, also in einer Gemeinde hat man ja, ich sag mal, 1.000, 1.500 Menschen minimal, die man versorgen muss. Und da käme einfach entweder die Gemeinde oder die Familie zu kurz. Kann man natürlich auch ganz anders sehen. Es gibt ja nun Tausende von evangelischen Geistlichen, wo das wunderbar funktioniert. Und man kann ja auch argumentieren, dass man, wenn man selbst eine Familie hat und selbst eine Frau hat, dass man viel besser auch die familiären Probleme und die menschlichen Probleme der Gemeinde verstehen kann. Kann man ja auch argumentieren. Ja klar, halt eben nur wie gesagt, aber ich finde, dass da irgendwas zu kurz kommt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, wenn man jetzt ein ganz normaler Angestellter oder Arbeiter ist, hat man seinen 8-Stunden-Tag, kommt nach Hause und ist dann für die Familie da. Und beim Priesterberuf ist es halt eben nichts. Man kann da auch, also das ist so ein 24-Stunden-Job. Man kann ja mitten in der Nacht angerufen werden und muss raus zur letzten Ölung oder... Okay, wir wollen jetzt gar nicht groß darüber diskutieren, aber wir sind uns einig, dass es das andere Modell eben auch gibt und dass es auch durchaus gut und respektabel funktioniert bei den evangelischen Geistlichen. Ja. Das muss man ja einsehen. Das ist halt eine andere Richtung, aber es funktioniert ja auch. Worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dieses wäre für dich überhaupt gar kein, ich sage es jetzt mal ganz einfach so, man kann ja darüber sprechen, gar keine Option zu sagen, ich möchte nicht auf Liebe zu einer Frau verzichten, ich wechsle einfach meine Kirchenzugehörigkeit und werde evangelisch und werde dann evangelischer Pastor. Das wäre nicht denkbar für dich. Nee, also... Ich sag mal, eine Religion wechselt man ja nicht wie seine Kleidung. Naja, es ist ja keine Religion, ne? Es ist ja nur eine Interpretation der christlichen Religion. Ja, gut, aber halt eben, wie gesagt, also ich bin mit dem katholischen groß geworden und ich hab's auch als mein eigenes angesehen, auch angenommen. Ja, ich will dich da auch gar nicht überzeugen, es war nur eine Frage. Ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit, wie du vielleicht da rauskommen könntest. Wie hast du das Gefühl, dass in der letzten Zeit, vor allen Dingen nach dem Besuch in Lourdes, dass es immer stärker wird? Es kommt mal so phasenweise, sage ich mal, ja. Mhm. Also erstmal so sonntags in der Messe ist dann auch schon stark ausgeprägt, aber ganz speziell an so Hochfesten wie Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten, halt eben, wenn dann alles von der Zelebration her auch viel intensiver wird, wo dann mit Weihrauch gespielt wird, wo dann auch viele Leute in der Kirche sind, also ist immer so halt eben so phasenbedingt, aber dieser Gedanke ist eigentlich immer da. Ja, du bist jetzt 20 Jahre alt, was machst du im Moment? Ich studiere BWL. Ach. Du studierst BWL. Das heißt also, müsste sich alles radikal ändern und dann müsstest du Theologie studieren. Ja. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Frage, ne, die da über dir schwebt. Die letztendlich niemand, absolut niemand, dir zu beantworten helfen kann. Weil es ist deine, es gibt ja kaum eine intimere und tiefere Entscheidung, die man fällen kann. Das heißt, du schlägst einen vollkommen anderen Weg ein. Einen vollkommen anderen Lebensweg. Du gibst alles auf oder vieles auf von dem, was du jetzt machst und auch das ganze Lebenskonzept, was du jetzt noch vor Augen hast, vielleicht mit Familie gründen, Beruf, Karriere, Kinder, alles ist anders. Alles würde einen ganz anderen Gang gehen. Ja. Also, das ist auch halt eben diese Zwickmühle, in der ich... Ja, ich verstehe es. Also ich muss auf der einen Seite sagen, dass ich bei aller Kritik am Zölibat, ich dennoch großen Respekt vor den Leuten habe, die sich wirklich dafür entscheiden. Großen Respekt. Und ich das auch bewundere, wenn man das dann macht. Wenn man sagt, ich empfinde es so, es ist so tief in mir, es ist mein Weg, es ist meine Berufung. Ich gehe diesen Weg, wenn auch er schwer für mich ist. Ich finde das respektabel. Ich will da nichts schlecht beurteilen. Aber das kann dir niemand sagen von außen, ob es so tief ist in dir, dass du dich dafür entscheidest. Eben, also ich habe mich auch einem guten Freund damit anvertraut und er ist aber auch gar nicht religiös, also er versteht auch dieses Problem an sich, also ist er auch schwer zu verstehen. Für einen, weil er sagt, ja gut,
ja, gründet auch eine Familie und wäre damit glücklich, ne? Mhm. Also das dann. Ja, aber das, ja. Also das ist jetzt die, das ist natürlich die Frage. Wenn du das für deinen Weg erahnst und somit es dein Glück zu sein scheint, auch wenn es vielleicht schwer ist am Anfang, dann ist es deine Richtung, die du gehen musst. Ja. Dass es mit Opfer verbunden ist, ist klar. Aber das andere wäre auch mit Opfer verbunden, wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht aus einer Bequemlichkeit heraus, nee, das mache ich nicht, ich bleib jetzt bei meiner Freundin und mach so alles, was alle jungen Leute machen. Und du aber zeitlebens in dir spürst, ich habe das falsch gemacht damals. Das ist auch schlimm. Aber das kann keiner von außen beurteilen. Das ist das Schwierige für dich. Das kannst du nur in deiner Stille, in dir, kannst du das entscheiden. Wie tief ist dein Glauben? Wie tief ist die Sehnsucht, das zu machen, was ein Priester macht? Wie tief ist die Verbundenheit zur Kirche, zur katholischen Kirche? Erst dann, wenn das wirklich alles ganz, ganz tief gegeben ist, dann kannst du sagen, ja, ich mache es. Ja, das ist aber... Ich kann dir nicht sagen, so oder so. Ich kann dir nur sagen, dass ich Respekt davor hätte, wenn du es machst. Aber ich habe auch Respekt davor, wenn du sagst, wenn du sagst, nein, nein, das ist, ich habe es überlegt, ob ich mache es nicht, natürlich. Super schwierig, super schwierig. Ja. Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle mit deiner Freundin darüber sprechen. Ich finde, wenn du 2 Jahre mit deiner Freundin zusammen bist und seit 1,5 Jahren dich schon damit beschäftigst, hat sie auch ein Recht darauf, das zu wissen. Das betrifft sie ja auch. Bezieh sie doch ganz einfach mit ein. Wer weiß, was sie sagt. Vielleicht sagt sie Sachen, die dich wieder auf eine andere Richtung bringen. Oder vielleicht sogar Sachen, die dich bestärken. Aber mach es nicht nur ganz für dich alleine. Die Entscheidung musst du eh für dich alleine führen. Aber sprich mit so vielen Menschen darüber, wie es möglich ist. Vor allen Dingen mit Menschen, denen du vertraust. Und die dir wichtig sind. Die Eltern sind wichtig. Die Freundin ist wichtig. Ich weiß ja nicht, ob du noch... Nee, du bist Einzelkind, sagst du. Aber deine Freundin würde ich mit einbeziehen, auf jeden Fall. Auch wenn das für sie schwer ist, das zu hören. Aber es ist nun mal auch ein Bestandteil deines Herzens im Moment. Also muss sie es wissen. Ich kann dir nicht mehr sagen, Sebastian. Ich kann es nicht. Es wird dir kein Mensch mehr sagen können. Ja. Also ich werde mich mit Sicherheit nochmal in der Redaktion melden, wenn ich zu einer Entscheidung gekommen bin. Ich sagte, das fände ich wirklich hochinteressant. Hochinteressant. Würde auch gerne dann nochmal mit dir hier im Radio, im Fernsehen sprechen. Wenn du nicht per Telefon durchkommst, mail uns bitte. Ja, okay. Ja. Werde ich machen. Ich wünsche eine für dich richtige Entscheidung. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Ja, dankeschön. Tschüss. Nochmal ganz tolles Lob an deine Sendung. Dankeschön, Sebastian. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ruft an. Wir sind hier live im Fernsehen und im Radio. WDR Fernsehen, 1LiveRadio. Oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und hier ist Christian. Und Christian ist 32 Jahre. Hallo, Christian. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja. Um was geht's bei dir? Tja, um ein, ja, wie soll ich sagen, sexuelles Problem halt. Mhm. Meine Frau ist bisexuell. Immer schon gewesen? Sag mal so, das hat sich die letzten 8, 9 Jahre rauskristallisiert. Ja, und wie lange seid ihr zusammen? Seit 12 Jahren. 12 Jahre schon. Ja. Mhm. Ja. Und sagen wir, vor 8, 9 Jahren kam das Thema das erste Mal auf den Tisch. Mhm. Und haben wir erstmal nur um den heißen Brei rumgeredet. Und so die letzten 4, 4,5 Jahre sind wir auch in Swingerclubs gegangen. Ja. Allerdings auch nur mit der Option, dass meine Frau was mit anderen Frauen hat. Ja. Sie hat nichts mit anderen Männern. Ja. Und ich habe auch nichts mit anderen Frauen. Und auch nichts mit anderen Männern. Und auch nicht mit anderen Männern. Ja. Mhm. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Es war... Ja, kann man auch nicht sagen, ein richtig sexueller Kick. Warst du denn dann immer dabei, wenn sie mit anderen Frauen was hatte? Ja, immer. Immer? Immer nur. Immer nur. Ja. Hast du denn nur zugeguckt oder hast du mitgemacht? Ja, ich habe mich rein auf das Voyeuristische beschränkt. Achso, du hast da gesessen und hast dein Späßchen gehabt. Du hast geguckt. Ja, genau. Ja. Hm, okay. Hm. Das hat mir auch dabei vollkommen gereicht zuzugucken. Ja. Hm. Ich habe dabei, wie soll ich sagen, nicht an mir rumspielen müssen und nichts. Ja. Es war einfach nur das Erleben, das Sehen, ja. das Fühlen dieser Atmosphäre. Ja. Das war... Erotik pur. Ja, ja. Ja, gut. Kann man verstehen. Ja. Und also das kann man eigentlich nicht sagen, dass wir praktizierende Swinger waren. Das war halt eine andere Art von
Zwingerleben, wie man sich eigentlich im Allgemeinen so vorstellt. Ja. Jetzt redest du auch schon in der Vergangenheit. Das heißt, das ist im Moment nicht mehr so. Das ist nicht mehr so, seit ungefähr ja, gut einem halben Jahr. Was ist denn vorgefallen von einem halben Jahr? Ja, da hat sie eine feste Freundin bekommen. Und wo hat sie die kennengelernt? Im Swingerclub. Nein, diese junge Frau wohnt bei uns im Haus. Eine Nachbarin? Ja. Mhm. Eine Etage tiefer. Das heißt, also jetzt ist es über den Sex hinausgegangen, die Liebe, die Gute hat sich verliebt. Ja, kann man ruhig so sagen, ja. So richtig. Mhm. Handfest. Ja. Und was, jetzt? Was eigentlich auch noch nicht so das Problem wäre. Findest du nicht? Nee, finde ich eigentlich nicht. Mhm. Weil sie lässt mich ja auch immer noch spüren, dass ich ihr Mann bin, dass ich, ja, dass sie mich liebt. Ja. Das weiß ich auch. Ja. Was halt für mich im Moment das Problem ist, wir haben in unserem Swingerleben immer klipp und klar gesagt, keiner macht etwas, was der andere nicht will. Mhm. Und das war eine feste Grundregel und ich glaube, ja, auch anders funktioniert das ja auch gar nicht. Ja. Und, aber das ist jetzt anders. Ja, ich habe jetzt klipp und klar auf den Kopf zugesagt bekommen, ich möchte dich da nie dabei haben. Das ist mein Teil, der geht dich nichts an. Das tut weh. Das tut sogar sehr weh. Das tut verdammt weh. Das heißt, da ist jetzt eine Grenze gezogen. Ne? Bisher waren wir ein Team und wir haben alles gemeinsam gemacht, aber jetzt bist du außen vor. Ich bin außen vor, ja. Ich bin richtig rausgekickt worden da. Das heißt, das hat plötzlich eine Wertigkeit bekommen, die entweder gleichwertig ist mit eurer Wertigkeit oder sogar noch höher steht. Zumindest mal gleichwertig. Zumindest mal gleich. Mhm. Ja. Und so war das Spiel nie gespielt worden. Nee, so war es auch nie geplant oder vorausgesehen worden. Nie. So, jetzt wäre ich an deiner Stelle wahnsinnig eifersüchtig und sauer. Das ist jetzt etwas, was weder meine Frau noch ich selbst verstehe. Du bist es nicht. Eifersüchtig bin ich nicht. Ich bin, wie soll ich sagen, eher gekränkt, dass ich kein kompletter Teil ihres Lebens mehr bin, sondern dass es wirklich eine Grenze gibt, hinter die ich nicht kommen kann. Wäre das genauso, wenn sie da unten im Haus oder oben, wo die wohnt, wenn sie da mit einem Typ rummachen würde? Mit einem Typ wäre sofort alles vorbei. Ach, da wäre alles vorbei. Ja. Aber wo bitte ist jetzt der Unterschied? Wenn die sich verliebt hat in eine Frau, ist diese neue Frau genauso ein Konkurrent, eine Konkurrentin in dem Fall für dich, wie als wenn es ein Mann wäre? Und vielleicht bin ich doch selber mir ein Rätsel, aber einen Mann würde ich auf jeden Fall als Konkurrent sehen. Ja, aber jetzt, da ist jetzt ein Konkurrent. Da ist aber ein handfester Konkurrent dir gegenübergestellt. Ob der Konkurrent nur Brüste hat oder nicht? Ja gut, sagen wir so, im sexuellen Bereich kann eine Frau einer Frau Dinge geben, die ihr Mann natürlich nicht geben kann. Mag sein, aber wir reden ja, okay, aber bist sexuell, okay, aber es geht ja jetzt über Sexuelle hinaus. Da scheint ja ernste Dinge, Liebe mit dem Spiel zu sein. Da ist auf jeden Fall Liebe mit dem Spiel, siehst du. Ja. So. Und das wäre für mich alles auch wirklich gar kein Problem, wenn es nicht diese Grenze gäbe. Ja, verstehe. Ja gut, aber die gibt's ja nun mal. Ja. So, und leider als sie das gesagt hat, als sie gesagt hat, hier so, da ist die Grenze, hast du da zumindest im ersten Moment wütend reagiert oder warst du da auch gekränkt, bestürzt? Und wütend und gekränkt ist, glaube ich, noch gelinder ausgedrückt. Ah, du hast geschrien, du hast auf den Tisch geschlagen. Ja, ja. Aber ich will nicht sagen, ich bin normalerweise kein aufbrausender Mensch oder sowas, ich bin die Ruhe selbst meistens. Ja. Aber in dem Moment war es dann wirklich, was? Da gibt es etwas, was mich nichts angeht, was ein sehr intimer Teil des Lebens meiner Frau ist. So, jetzt hat sie deine Reaktion gespürt und die spürt auch, wie gekränkt du bist, was ja auch völlig berechtigt ist. Wie geht sie damit um? Wie hat sie darauf reagiert? Wie reagiert sie darauf? Zuerst kam mal von ihr, nachdem ich mich dann ein bisschen beruhigt hatte, ein, zwei Tage später, kam mal von ihr, ja Schatz, du musst das ja auch mal so sehen. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, du darfst dabei sein, obwohl die andere das ja gar nicht will. Aha, das kommt da habe ich ihr aber auch gesagt, ja, Moment mal, Schatz, du hast gesagt, du willst mich nicht dabei haben. Ja, ja, von der anderen Frau war da nie die Rede gewesen. Ja. Es kam von ihr aus, dieses Nein. Und selbst wenn das von der anderen Frau aus käme, müsste sie das ja nicht mitmachen, deine Frau. Also im Klartext, sie versucht das jetzt irgendwie hinzubiegen. Ja, sie versucht da irgendwo einen gangbaren Mittelweg zu finden. Gelingt ihr das? Für dich? Nee. Ehrlich gesagt nicht, nein. Nee. Kriegst du denn irgendwelche Anzeichen, oder dass sie sagt, okay, wenn dir das so weh tut und wenn das für dich so ein Problem ist, dann kappe ich die ganze Sache?
Nee. Das nicht? Also die Anteile sind überhaupt nicht da. Überhaupt nicht. Sie ist fest entschlossen, das durchzuziehen. Solange wie es nur geht, ja. Wie oft sehen die beiden sich denn? Da wir halt im selben Haus wohnen, sehen die sich täglich. Und dann immer bei der anderen Frau? Oder kommt die sogar? Nein, wir treffen uns auch mal so, also zu viert. Also sie ist auch noch verheiratet. Ach so, sie ist auch noch verheiratet. Ach so. Ja, ja. Und weiß der Mann auch Bescheid, was da los ist? Der Mann vermutet und ahnt was und ist deswegen auch schon öfters mal ausgerastet. Aha. Vielleicht solltest du dich jetzt in den Mann verlieben. Ach, nee, du, das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Dann wäre das Problem ganz einfach. Nein. Ja, dann wäre es super, ne? Das heißt, ihr macht dann zu viert auch was und die Frau kommt auch schon mal zu euch in die Wohnung? Ja, ja. Ja, das ist doch alles, was man so unter normalen Freunden. Aber das ist doch Horror für dich. Das ist doch Horror für dich. Das würde ich nicht mitmachen. Das würde ich nicht mitmachen. Wir haben auch schon heiße Diskussionen gehabt. Ja, also irgendwo ist doch mal Schluss mit lustig. Kann ich dir sagen. Also ich finde das ja schon ganz toll, was du da die ganzen Jahre mitgemacht hast. Dass du sagst, okay, sie hat bisexuelle Interessen, gehen wir ins Swingerclub, hast du deinen Spaß. Unsere Regel ist, unser Abkommen, ich guck zu. Aber dann ist auch gut. Aber dieses finde ich definitiv zu weit gegangen von deiner Freundin, von deiner Frau. Finde ich auch, ja. Ihr das klar zu machen. Ja, also verdammt schwer. Ja, wie wäre das umgekehrt? Das habe ich sie auch schon mal gefragt. Ne? Ja, das ja. Kam dann nur die Antwort, ja, es ist halt nicht so. Ja, es ist halt nicht so. Also nach dem Motto, friss oder stirb, ne? Ja. Genauso klingt das. Habt ihr Kinder? Ja. Ihr habt aber Kinder. Wie alt sind die? 12 und 5. 12 und 5. Das heißt, das ist auch noch ein ganz großer Verantwortungsbereich, kommt da auch noch mit hinzu. Ja, klar. Meine Kinder sind auch mein Ein und Alles. Das heißt, die Kinder kriegen natürlich die Spannung jetzt auch mit. Das ein oder andere Mal war es gar nicht zu vermeiden. Ja, ist doch völlig logisch. Ist doch völlig logisch. Da hängt ja jetzt ein dicker, fetter Schatten über eurer Beziehung. Jedes Mal, wenn die hochgeht, ist das für dich ein Stich ins Herz, wenn die sich alleine... Wo haben die denn Sex miteinander? Wo? Meistens unten. Also bei der anderen Frau. Unten, bei der anderen Frau, wenn der Typ nicht da ist. Mhm. So, ist ja ein tolles Gefühl, wenn du dann oben sitzt und... die Kartoffel schälst und sie ist unten und hat ihren Spaß mit der Frau. Und du darfst da nicht bei sein. Nur mal um kurz zu sagen, ich bin im Moment hier oben alleine. Kannst mal raten, wo meine Frau ist. Ich kann es mir denken, ja. Ganz toll. Christian, ich würde es nicht mitmachen. Ich würde es nicht mitmachen. Ich käme mir auch vor wie der letzte Hampelmann. Ich komme mir auch so vor, ehrlich gesagt. Und deswegen hat es auch schon öfters Zoff gegeben. Ja. Das forciert sich auch die letzte Zeit. Ich finde es auch dreist von deiner Frau, das so zu machen. Also entweder, man kann ja nicht immer alles ausleben, wenn man sich für jemanden entschieden hat. Man muss ja auch irgendwie Prioritäten setzen. Und sie hat ja schon viel ausgelebt. Und wenn sie sich jetzt wirklich in die verknallt hat, okay, dann muss sie die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, dann trenne ich mich halt auch von meinem Mann. Ja. Aber sie will ja nicht, sie will ja alles haben. Ne? Sie will beschmust werden von dir und sie will von der Frau auch alles mitnehmen. Ja, sie will sozusagen das Beste aus beiden Welten. Ja klar, sie will sich bedienen lassen von beiden Seiten. Ja. Das ist natürlich jetzt wirklich äußerst problematisch durch die Kinder. Wenn die Kinder nicht wären, würde ich dir glatt sagen, komm, sofort Schlussstrich, radikale Lösung und ihr die Pistole auf die Brust setzen, Mädel, entscheide dich so oder so. Aber das habe ich schon mehr als einmal gedacht. Also. Ja, das ist natürlich jetzt sehr schwieriger, weil ihr Kinder habt. Ne? Dennoch würde ich an deiner Stelle jetzt da härtere Geschütze auffahren. Denn sonst vermittelst du ihr wirklich nur, dass mit dem Hansel kann ich das ja machen. Ich sag das jetzt mal so krass, ich sage es dir so krass ins Gesicht oder ins Ohr, weil es hört sich so an für mich. Ja. Und das wird auf Dauer auch nicht gut gehen, weil du auf Dauer ja immer empfindlicher, die Nerven werden immer blanker liegen demnächst. Ja, da sind wir schon dran. Da sind wir schon dran, ja. Schon so weit. Ja, ja. Und jetzt ist sie unten. Mhm. Kommt sie denn irgendwann nochmal hoch? Ja, sicher. Das schon, mhm. Ja, ja, klar. Und dann ist sie ausgepowert. Muss ich noch nicht mal sagen, also... Der Sex zwischen meiner Frau und mir klappt immer noch wunderbar. Mhm. Wir sind sehr sexuelle Menschen. Ja. Mhm. Ja, dennoch, auch wenn er zwischen euch klappt, ist dann unten schon ein Nümmerchen gelaufen. Ne? Gerade. Ja, kann man ruhig sagen. Kann man sagen. Ja. Nee, Christian, also wie gesagt, ich würde es nicht mitmachen. Ich würde da jetzt härter vorgehen. Das würde ich mir nicht bieten lassen. Das ist schon hammerhart. Ja, das ist kein Lebensmodell. Das ist einfach kein Lebensmodell. Das ist kein faires Lebensmodell. Nee, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, die ganzen Jahre über, wie wir in die Swingerclubs gegangen sind, war die klipp und klare Regel. Bis hierhin und nicht weiter. Jeder hat seins. Und gegen die Regel hat auch nie jemand verstoßen. So. Das hat einwandfrei geklappt. Jetzt ist die Sendung vorbei. Oh, okay. Ich hab dir meine Meinung gesagt.
Ja, ist ja klar. Und ich hoffe, dass du deine Linie findest für dich. Werde ich bestimmt. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir was. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Volker Tarke. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-Bye. Bis morgen.